Liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht genau jener religiöse Fanatismus und Fundamentalismus, den wir in Tagen so lautstark bei anderen beklagen, der uns hier im ersten Makkabäerbuch heute in der Lesung begegnet? Jener Mattathias, der natürlich davon überzeugt ist, dass er das Rechte tut. Der Text spricht davon, er tut es voll Eifer für das Gesetz. Aber er metzelt da mal eben zwei Leute nieder, über dem Altar. Und wir lesen das heute in unserem Gottesdienst. Wie kann das zugehen? Sind wir also auch nicht besser? Sind wir nur in der Wolle gefärbt und nehmen für uns in Anspruch, dass wir besser sind? Dieses Niedermetzeln ist nicht sozusagen der Auslöser oder der Fokus, weshalb wir diese Lesung lesen. Wir haben schon gehört, dass die Rabbinen ja Abstand nehmen von diesen beiden Büchern und sie nicht in die Sammlung der Heiligen Schriften aufnehmen. Dass es erst Jahrhunderte später im Judentum zu einer Rezeption kommt. Und es ist interessant, dass bis heute in Israel allenfalls Fußballvereine nach den Makkabäern genannt sind. Also der Punkt, nationale Identität zu verteidigen, klar zu sein, hat weniger bis heute im Judentum eine religiöse Konnotation, zumindest aus den Makkabäerbüchern. Und wir haben auch schon gesehen, dass es bei den Christen nicht, wie könnten sie auch, zu einer nationalen Identität eine Konnotation gibt, eine Verbindung gibt, sondern zu den Geschichten der Märtyrer, etwa wie wir sie gestern hörten. Warum aber lesen wir diese Lesung? Der Fokus liegt auf einem verbindenden Stichwort zum Evangelium, nämlich dem Eifer. Das Evangelium erzählt uns davon, wie Jesus den Tempel reinigt. Und die Jünger, so sagt das Evangelium, sich erinnern an ein Psalmwort. Sie erinnern nicht die Geschichte des Mattathias, sondern an ein Psalmwort. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Das, was hier von Mattathias geschildert wird, dass ihm dieser Eifer in die Nieren fährt, wie es hier wörtlich heißt, dem Sitz des Gewissens. Also er ist überzeugt davon, dass er das Richtige tut. Das können wir als Christen nicht nachahmen. Sehr wohl aber, was wir verlernt haben, einen Eifer können wir nachahmen. Aber dieser Eifer, den wir entwickeln sollen, das Wort kennen wir heute gar nicht mehr, wenn es um unsere Religion geht. Das ist gleich dann Fanatismus und Fundamentalismus, wenn wir von Eifer sprechen. Aber es gibt, Benedikt sagt das in deiner Regel einmal, einen guten Eifer. Und den, denke ich, sollten wir entdecken. Was ist das, dieser gute Eifer? Der gute Eifer ist etwas, das durch das Beispiel Christi hindurch muss, wie durch einen Filter. Christus, der nie Gewalt angewendet hat. Man kann heute gar nicht genug dankbar sein, in dieser verrückten Welt Christ zu sein. Und auch, vielleicht darf man das auch einmal sagen, katholischer Christ zu sein. Ich wollte nicht Calvinist sein. Calvin, der mit der Waffe in der Hand stirbt. Darauf wollte ich mich nicht berufen müssen. Christus, der einen Eifer hat und der ihn auch betont und der uns heute im Evangelium sagt, dass man durch Verschlafenheit, geistliche Faulheit oder durch Wegschauen auch die Gnade verpassen kann. Und deshalb weint er nicht nur über Jerusalem, er wird auch heute noch über seine Kirche weinen. Aber der Eifer nimmt Maß an ihm. Es gibt kein anderes Maß für uns. Wie sehr wird das heute deutlich an dieser blutjungen Heiligen? Diese große Elisabeth, die nicht nur eine großartige Ehefrau war, eine Mutter von drei Kindern und mit 20 verwitwet und mit 24 tot. Da hat sie ihr Leben gelebt. Sie hat ihr Beispiel gesetzt. Sie hat ihr Maß genommen an Christus, am Gekreuzigten, am Armen, am entblößten Christus. Und hat dieses Maß gelebt, 1:1. Vielleicht sagen wir,
Schön, dass es diese Ausnahmen gibt. Es sind aber keine Ausnahmen. Wir sollten einmal in uns hineinschauen, ob nicht doch ein Funke dieses Eifers in uns lebt, den wir entfachen können. Aber denn nicht für dies oder jenes. Es ist heute so leicht, in diese ganze blödsinnige Diskussion einzusteigen, die jetzt drohender Islam und so weiter. Diese Diskussion können wir uns sparen, wenn wir als Christen einen Funken Eifer haben. Jeder und jeder von uns, einen guten Eifer, der an Christus Maß nimmt. Wir können uns diese ganzen kirchenpolitischen Diskussionen, bei denen wir Energien verschwenden, die wir für sonst etwas brauchen könnten, sparen, wenn wir einen guten Eifer haben. Den guten Eifer einer Elisabeth und der vielen anderen Heiligen. Gerade jetzt in dieser voradventlichen oder adventlichen Kurve denken wir an Martinus, denken wir an Elisabeth, denken wir an Nikolaus. Diese großen Heiligen, die auch im Empfinden des sogenannten christlichen Volkes immer noch leben, auch manchmal in vermurkster Gestalt, gerade wie bei Nikolaus. Aber sie sind lebendig. In ihnen finden wir einen guten Eifer, der an Christus Maß nimmt. Er fehlt uns sehr. Und doch bin ich sicher, in jedem von uns ist so etwas entfachbar. Um mit der Bibel zu sprechen, jeder von uns hat Nieren. Und da sitzt er, der gute Eifer. Nach dem Alten Testament der Sitz des Gewissens. Ein empfindsame Doppelorgane sind das in unserem Leib. Sie sind uns nicht umsonst geschenkt. Den guten Eifer, der an Christus Maß nimmt, zu entwickeln und zu beleben und zur Tat werden zu lassen. Dann erkennen wir die Stunde der Gnade.